Stell dir vor, du spielst ein Videospiel, aber nichts passiert. Ziemlich dämlich. Und deswegen gibt es Events. Und die werden wir heute in einem Video erklären. Damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, was Events eigentlich sind und warum die jetzt so fundamental wichtig dafür sind, wenn ihr wirklich mal ein Spiel erstellen wollt, zeige ich euch mal, wo hier überall Events verwendet werden. Wenn ich zum Beispiel die Taste W drücke, laufe ich vorwärts. Das ist nur möglich durch Events. Wenn ich jetzt mich hierhin begebe, in die Nähe von diesem Balken, dann erscheint dieses GUI. Das ist möglich durch ein Event. Wenn ich jetzt E drücke, gehen alle Lichter an und aus. Das wird gemacht durch Events. Und wenn ich die Türen schließen will, geht das auch. Natürlich nur mit Events. Also, was sind Events und wie funktionieren sie? Wir fangen direkt an. Übrigens kann es sein, dass ich noch ein bisschen heiser bin. Ich habe mich inzwischen schon dran gewöhnt, aber ihr vielleicht nicht. Aber wir müssen da jetzt durch. Wir gehen hier einmal rein, duplizieren uns mit STRG D das TableScript, benennen es um in Events und löschen hier alles raus. Ich hoffe, ihr habt die Hausaufgaben gemacht. Schreibt sie, wie gesagt, gerne auf dem Discord-Server ins Roblox-Studio-Forum rein. Und wir fangen dann mal an mit, was sind Events? Events sind im Grunde Events, also ich würde sie als Events beschreiben, aber das können wir ja nicht machen, deswegen sagen wir mal, sind Benachrichtigungen oder Signale. Sie haben einen Auslöser und wenn dieser Auslöser ausgelöst wird, dann kann einer der Listener, die sie haben können, etwas machen. Das ist erstmal sehr vage formuliert, aber das sind im Grunde Events. Man kann in Roblox Studio, im Code, wo auch immer, irgendwelche Auslöser haben, wie zum Beispiel, wenn ein Spieler nah genug an dieser Tür steht, dann wird ein Event ausgelöst, welches ihm ein GUI zeigt, auf dem steht Türen öffnen. Wenn dieses GUI angezeigt wird und der Spieler dann die Taste E drückt, dann löst er den nächsten Auslöser aus und der Event-Listener sagt dann, okay, das Event wurde ausgeführt, also öffnen wir jetzt die Türen. Dementsprechend sind Events entscheidend für die Interaktivität vom Spiel, weil ohne Events hast du einfach ein Spiel, in dem alles in seiner Reihenfolge abläuft und das war's. Das hatten wir ja bisher. Bisher haben wir Code geschrieben, dann ist irgendwas im Output gewesen, aber viel mehr ist nicht passiert. Wir konnten vielleicht ein paar Sachen anpassen, wir konnten auch warten und so, wir konnten vielleicht Zufall einbauen, aber mehr ist nicht passiert. Der Spieler konnte nicht interagieren, man konnte nicht irgendwas drücken, irgendwas machen und das lernen wir heute. Heute lernen wir, wie man Sachen machen kann im Spiel. Und ich sollte vielleicht Interaktivität auch richtig schreiben. Und ich denke, wir fangen am besten an mit einem simplen Beispiel, weil die Theorie mir jetzt selbst schon zu langweilig wird. Wir können in unserem Spiel ja irgendwelche Parts haben. Das mache ich jetzt auch. Ich füge zu dem Workspace über das Plus nochmal ein Part hinzu. Das haben wir hier jetzt. Das kann ich auch verschieben, wo ich es haben will. Mache das ein bisschen größer. Wie man das macht, solltet ihr inzwischen ja schon wissen. Und natürlich Anchor nicht vergessen. Und das Part ist gelb. So, das Part benenne ich jetzt um in mein Part. Und wir holen uns jetzt das Part, in dem wir im Script sagen, local mein Part ist gleich game.workspace.mein Part. Wir wissen, dass wir jetzt mit dem Part alles Mögliche machen können. Wir könnten jetzt sagen, mein Part.color ist gleich color3.fromRGB und dann können wir hier raufklicken und uns irgendwas aussuchen, zum Beispiel blau. Ein helleres Blau vielleicht. Aber das ist ja blöd, wenn das einfach so von sich aus passiert. Wir könnten jetzt sagen, okay, wenn das Part berührt wird, soll es die Farbe ändern. Und um festzustellen, ob ein Part berührt wird, gibt es ein Event. Und Events gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das schreiben wir auch oben einmal hin. Es gibt nämlich Built-in-Events. Das sind Events, die sind einfach so in Roblox Studio drin. Die sind in Parts, in Spielern, in was nicht alles. Und die kann man auch ganz normal accessen mit einem Punkt. Das heißt, wir schreiben jetzt einfach mal mein Part, drücken einen Punkt und dann kommt ja diese Vorschau, was man hier alles auswählen kann. Dieses blaue Symbol bedeutet, dass das ein Attribut ist. Aber jetzt kommt es hier. Hier sind Blitze. Wir haben hier einen violetten Blitz. Kann sich vielleicht in der Zukunft auch nochmal wieder ändern. Aber ich glaube, das bleibt erstmal wieder eine Weile so. Und da steht Touched. Und das wählen wir jetzt mal aus. Hier steht RBX Script Signal fires when a part touches another part. Das ist ein Event, ein RBX Script Signal. Ich habe oben geschrieben, Events sind Benachrichtigungen oder Signale. Und dieses Signal feuert, das nennt man so, wenn ein Part ein anderes Part berührt. Aber auch nur, wenn das durch ein physikalisches Movement passiert. Weil Roblox hat ja eine Physik Engine. Wir drücken hier einfach mal auf Enter. Dann steht hier Punkt Touched. Und um etwas mit diesem Event zu machen, müssen wir es connecten. Weil, wenn wir mein Part.touched schreiben, dann kommt dabei rum ein RBX Script Signal. Und dieses RBX Script Signal, local Signal, ist gleich mein Part.touched. Und dieses Signal ist ein Auslöser. Und wenn wir so einen Auslöser haben, können wir zu diesem Auslöser einen Listener hinzufügen. Hier steht ja, sie können mehrere Listener haben. Ein Listener fügen wir hinzu, indem wir das Signal connecten. Wir verbinden es, indem wir sagen, Signal Doppelpunkt. Und dann steht hier schon connect, wait once, bla bla bla. Ist ja auch egal, wir schreiben hier connect. Damit verbinden wir das Signal mit einem Listener. Und dieser Listener muss jetzt eine Funktion beinhalten. Das heißt, wir schreiben hier in die Klammern rein, Function, Klammer auf, Klammer zu, dann dahinter einfach Enter, dann wird das schon vervollständigt für uns. Und jetzt können wir hier einfach reinschreiben, print touched. Wenn wir das machen, dann sagen wir erstmal, das Signal ist mein Part.touched.
Mein Part Punkt Touched ist ein Signal, welches ausgelöst wird, wenn ein anderes Part dieses Part physikalisch berührt. Und mit Connect verbinden wir jetzt einen Listener mit diesem Auslöser, der darauf wartet, dass das Event ausgelöst wird und dann die Funktion des Listeners ausführt. Und wir können hier reinschreiben, was wir wollen. Diese Funktion wird halt dann ausgeführt, wenn das hier passiert. Wir gehen jetzt einfach mal auf Play, dass wir es spielen können als normaler Spieler. Ich ziehe das mal hier hoch, damit ihr den Output auch sehen könnt. Und jetzt laufe ich zu dem Part und berühre es leicht. Und im Output steht, touched, viermal. Ich habe es viermal getouched. Jetzt drrrt, drrrt. Ihr seht, es geht hoch, weil ich es die ganze Zeit berühre. Jedes Mal, wenn irgendwas von mir dieses Part berührt, dann wird das Event gefeiert. Dann wird der Auslöser ausgelöst. Sprich, das Signal wird ausgelöst. Und der Event-Listener, der hier mit diesem Signal verbunden wurde, der connected wurde, wird dann auch ausgelöst. Wir können an einen Auslöser mehrere Listener connecten, indem wir einfach wieder dasselbe schreiben. Geht zum Beispiel, jetzt können wir sagen, touched 2. Die Sache ist, wenn ihr das macht, könnt ihr nicht vorhersagen, in welcher Reihenfolge die Listener ausgeführt werden. Das ist zufällig, das ist nicht vorhersehbar. Dementsprechend sollte man damit ein bisschen vorsichtig sein und es bei einem Listener lassen. Es gibt aber natürlich Gründe, weshalb man bei mehreren Listenern bleiben kann. Darauf kommen wir dann vielleicht später zurück. Wir testen das Ganze noch einmal und laufen einmal ganz grob übers Part rüber. Ne, warte, vorher cleare ich hier den Output. Laufen jetzt einmal ganz grob rüber. Blub. Ah, nicht berührt, jetzt habe ich es berührt. Ihr seht, Touch 2, Touch, Touch 2, Touch. Touch 2, Touch, Touch 2, Touch. In dem Fall wird Touch 2 schneller ausgeführt. Es kann aber sein, dass sich das auch irgendwann ändert. Es kann auch sein, dass, wenn ich es nochmal mache, dass Touch 1 ausgeführt wird. Man kann es nicht vorhersehen. Warum ist das jetzt so nützlich? Weil wir jetzt endlich interagieren können. Wir können jetzt sagen, okay, wenn ein Spieler dieses Part berührt, dann kann was passieren. Wir können daraus einen Kill-Part machen. Wir können sagen, wenn der Spieler dieses Part berührt, dann stirbt er. Das hat man in Obbys. Wir können jetzt aber auch sagen, wenn ein Spieler dieses Part berührt, dann wird mein Part.color blau. Wir füllen das Ganze wieder aus, laufen über das Part rüber und blub, es wird blau. Das ist schon mal geil. Jetzt haben wir endlich Interaktivität. Es gibt unfassbar viele Built-in-Events. Punkt Touch ist eines der wichtigsten Events, weil es natürlich checkt, ob jemand das Part berührt hat. Punkt Touch ist aber auch ein bisschen schwierig zu handeln, weil es kann ja auch sein, dass irgendwie ein Ball auf diesen Part drauf fällt und dann war es kein Spieler, sondern ein Ball, der hier einfach lang gerollt ist oder so. Dementsprechend müsste man in diesem Event-Listener dann vielleicht auch noch prüfen, ob es denn auch wirklich ein Spieler war. Ich nehme mal dieses zweite Event hier weg und ich schreibe das jetzt mal so, wie es normalerweise Leute schreiben würden, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der mein Part.touched als Variable speichert und dann die Variable connected. Habe ich noch nie gesehen, ich habe es nur gemacht, weil man es machen kann. Die meisten Leute schreiben einfach mein Part.touched und connecten es direkt daran. Fertig ist. Des Weiteren wollen Leute, wenn sie eine größere Funktion an ein Event connecten, das natürlich nicht hier als anonyme Funktion drinstehen haben. Dabei ein kleiner Exkurs, was sind anonyme Funktionen? Anonyme Funktionen sind Funktionen, die keinen Namen haben, weil wir sie nicht als Variable deklarieren, sondern weil wir sie einfach direkt nutzen. Genauso wie man eine Zahl einfach irgendwo direkt nutzen kann, kann man auch eine Funktion direkt anonym nutzen, ohne dass sie als Variable festgelegt wird. So hat sie keinen Namen, sondern ist einfach nur der Wert, die Funktion an sich. Und wenn wir jetzt diese Funktion in der Connect-Funktion als Argument verwenden, ist es eine anonyme Funktion. Der Unterschied ist einfach nur, dass es keinen Namen hat und keinen zusätzlichen Speicher verbraucht. Connect ist eine Funktion. Um genau zu sein, ist Connect eine Methode. Und wenn die ausgeführt wird, nimmt sie das Argument dieser Funktion rein. Und die ist dann anonym, weil diese Funktion hat keinen Namen. Aber wenn diese Funktion hier größer und komplizierter wird, dann will man die meistens nicht hier stehen haben, sondern woanders. Das heißt, wir kopieren uns das hier mal raus und schreiben hier oben hin Local on Touch ist gleich. Und dann schreiben wir hier Function bla bla bla. Kann man so machen, so kann man eine Funktion deklarieren. Wir deklarieren Funktionen aber normalerweise eher so, dass wir sagen, yo, local function onTouched. So deklarieren wir normalerweise Funktionen, deswegen machen wir das jetzt auch so. Dann nehmen wir den Namen dieser Funktion und schreiben ihn hier rein. Weil indem wir so eine Funktion als lokale Variable festlegen, ist onTouched eine Variable. Dann kann man die Funktion hier reinpassen und dann wird es auch gemacht. Einmal damit ihr seht, dass es funktioniert. Laufen wir hier rüber und sehen, das Touched-Event wurde 8-mal gecallt. Perfekt. Solche Events können verschiedene Argumente liefern. Wenn wir hier in diese Klammer reindrücken, steht in den Vorschlägen Connect und dann steht da Function Doppelpunkt und hier steht OtherPart Doppelpunkt BasePart. Das bedeutet, wir haben ein Argument namens OtherPart, welches den Typ BasePart hat. Und dieses Argument können wir hier auch nutzen. Wir können hier schreiben OtherPart und können dann einfach printen OtherPart. Das hat dann den Typen BasePart und BasePart ist einfach der Typ von einem Part in Roblox sozusagen. Wenn wir das Ganze nochmal ausführen, sehen wir hier unten jetzt drrrt, linker Fuß hat's berührt, Handle hat's berührt, Humanoid Root Part hat's berührt, Handle hat's berührt, linker Fuß und linker Fuß hat's berührt. Immer wenn ich rüberlaufe, wird das Part, welches dieses Part berührt, geprintet. Weil in meinem Charakter sind natürlich verschiedene Parts drin. Ich bestehe ja aus Parts.
Wir sehen hier, mein Charakter ist ein Model. In dem Model sind ganz viele verschiedene Dinge drin. Zum Beispiel auch mein linker Fuß. Und dieser linke Fuß ist einfach nur dieses Part hier unten. Das können wir hier rausziehen. Da seht ihr meinen linken Fuß. Lol, das geht natürlich auch. Und über diesen Parameter, dieses Argument, Other Part, können wir natürlich checken, ob das denn jetzt wirklich ein Spieler war oder ob es kein Spieler war. Übrigens, die meisten Scripts schreiben nicht Other Part, sondern Hit. Das hat sich so etabliert in Roblox, dass man das Hit nennt. Aber der Name der Variable, der ist natürlich komplett euch überlassen. Ich persönlich nenne das meistens Hit-Part. Warum? Weiß ich nicht. Hat sich bei mir so etabliert. Wenn der Spieler dieses Ding hier berührt, dann wird er das Part in seinem Charakter zum Hit-Part, welches das Ding berührt hat. Das bedeutet aber auch, dass wir den Charakter bekommen, indem wir sagen, local Character ist gleich Hit-Part.parent. Wenn wir jetzt den Charakter printen, dann sehen wir, blub, steht da, Roblox Conny, Roblox Conny, hier steht aber was anderes und choose right. Weil manchmal werden auch andere Sachen berührt, die nochmal weiter verschachtelt sind. Zum Beispiel, wenn wir in Roblox Conny drin sind und dann choose right reingehen, seht ihr, hier ist ein Handle und dieses Handle hat es dann berührt. Das heißt, der Schuh hat es berührt, der Schuh ist in choose right und der ist erst in Roblox Conny. Also kriegen wir nicht hundertprozentig den Charakter jedes Mal. Damit wir eine bessere Autovervollständigung bekommen, können wir hier hinter Hit Part schreiben, Doppelpunkt, Base Part, weil wir wissen ja von hier, dass das ein Base Part ist. Jetzt haben wir Autovervollständigung und können dann sagen Hit Part, Doppelpunkt, und dann steht hier Find First Child, Wait for Child, Find First Child, which is a bla bla bla. Und wir sehen ganz viele Methoden, die uns geliefert werden, die wir ausführen können. Und da steht Find First Ancestor, which is a. Da steht Returns the first Ancestor of the instance. For whom instance is a returns true for the given class name. Und das ist eine Funktion, die wir nutzen können. Wir können jetzt hier sagen, find first ancestor, which is a. Und dann schreiben wir hier hinter den Klassennamen, in Anführungsstrichen, weil es muss ein String sein, Model. Wird uns auch autovervollständigt, was es alles für Klassennamen gibt. Weil ein Character ist ja ein Model. Und wenn wir hier übers Gepäck rüber hovern, hat er dasselbe Symbol wie ein Character. Steht hier Properties, Model, Gepäck. Und damit gehen wir wirklich sicher, dass es sich bei dem Charakter auf jeden Fall um ein Model handelt. Oder, wenn es kein Ancestor, which is a Model gibt, dann gibt es halt nichts. Ein Ancestor ist übrigens ein Vorgänger sozusagen. Ein Ancestor kann Parent sein, es kann aber auch Parent.Parent sein oder Parent.Parent.Parent.Parent.Parent. Zungenbrecher, vor allem, wenn man heiser ist. Also, führen wir den Code noch einmal aus, laufen wir rüber und jetzt seht ihr hier nur Roblox Conny. Die ganze Zeit nur Roblox Conny. Niemand anderes, nur Roblox Conny hat das Part berührt. Wenn wir jetzt aber hier oben auf Home und dann Current Client anklicken, dann kommen wir wieder zum Server rüber. Hier sehen wir unseren Conny. Wir können Conny hier rüber schieben und ihr seht, er berührt das Ding und dann wird es auch geprintet. Wir können aber auch dieses Flugticket nehmen und das hier rüberziehen und jetzt steht hier Workspace, 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 Workspace. Was soll das denn? Ist ein Workspace ein Model? Offenbar ist ein Workspace ein Model. Aber wir sehen halt auch, wir kriegen nicht immer einen Spieler. Wir kriegen halt von dem Flugticket, welches ein Child vom Workspace ist den Workspace zurück. Und das wollen wir nicht. Wir könnten natürlich jetzt checken, wenn wir sicher gehen wollen, dass das ein Spieler ist. Ist nicht der Workspace, ist nicht dies, ist nicht das. Das wird aber viel zu kompliziert. Wir müssen herausfinden, ob es ein Spieler ist. Und dafür benutzen wir den Player-Service. Local Players ist gleich Game.getService Players. Das ist dann dieser Player-Service hier. Und der Player-Service hat für uns natürlich verschiedene Funktionen. Und jetzt können wir sagen, Local Spieler ist gleich Players, dann schreiben wir wieder Doppelpunkt, kriegen Autovervollständigung und da finden wir eine Funktion namens getPlayerFromCharacter und diese Funktion returns uns den Spieler, dessen Character der Character ist, den wir der Funktion mitliefern. Ansonsten returnt es uns nil. Und jetzt sagen wir einfach getPlayerFromCharacter und schreiben da Character rein. Es wird keinen Spieler geben, bei dem der Charakter der Workspace ist. Es wird auch keinen Spieler geben, bei dem der Charakter Gepäck ist. Dementsprechend wird bei all diesen Fällen der Spieler nil sein. Wenn wir jetzt print Spieler schreiben und das Ganze noch einmal testen, dann können wir hier rüberlaufen und da steht Roblox Conny, Roblox Conny. Aber jetzt ist es der Spieler und nicht mehr der Charakter. Ich gehe direkt hier wieder rüber zum Server, damit wir es vom Server aus testen können. Clear wieder den Output. Wir haben ja im Workspace Roblox Conny als Charakter, aber wir haben auch in Players Roblox Conny als Spieler. Und bei dem ist der Character Roblox Conny im Workspace. Wenn wir jetzt das Flugticket nehmen und hier rüberziehen, printet er nil, weil wir keinen Spieler gefunden haben. Es hat kein Spieler das Ding berührt, dementsprechend printet er die ganze Zeit nil, 156 Mal. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, um sicherzustellen, dass wir jetzt nur noch mit Spielern interagieren, ist if not Spieler, then return end. Also wenn Spieler nil oder false ist, was der Fall ist, wenn wir keinen Spieler haben, dann returnen wir die Funktion mit nichts. Das heißt, wir beenden diese Funktion und das war's. Und jetzt können wir hier hinterschreiben, print Spieler, hat das Part berührt.
Startpunkt. Wenn der Spieler jetzt dieses Part berührt, steht da, Roblox Conny hat das Part berührt. Wenn das Flugticket das Part berührt, passiert gar nichts mehr. Im Output kommt nichts Neues. Es passiert nichts. Wenn das Gepäck das Part berührt, nichts. Es passiert einfach nichts. Wenn diese Clients berühren, passiert auch nichts. Nur wenn ein Spieler das Ding berührt, erscheint es im Output. Jetzt haben wir sichergestellt, dass es wirklich ein Spieler ist. Und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, mein Part.color ist gleich blau. Wir können aber auch sagen, Spieler. Und wenn wir dann Autovervollständigungen für einen Spieler haben wollen, schreiben wir hinter der Variable Spieler Doppelpunkt Player. Weil ein Spieler hat den Variablen-Typ Player und dann drücken wir Doppelpunkt, dann kriegen wir Autovervollständigung für alles, was ein Spieler hat. Und da können wir schreiben Kick. Wir können jetzt einem Spieler aus dem Spiel kicken. Kick. Jeder, der das Part berührt, wird aus dem Spiel gekickt. Ist natürlich blöd für den Spieler, das sollte man in seinem eigenen Spiel nicht drin haben. Aber man kann es machen. Ich kann jetzt als Server hier einmal das Gepäck rüberziehen. Nichts passiert. Nichts passiert. Nichts passiert. Aber sobald der Spieler rübergezogen wird, wird der Spieler gekickt. Er ist weg. Wo ist er hin? Er wurde aus dem Spiel gekickt. Wenn wir zurück zum Client kehren, steht da disconnected from game. Please reconnect. Wir haben ihn aus dem Spiel gekickt. Wir können hier auch reinschreiben, nicht das Part berühren. Sonst weiß der Spieler gar nicht, was er falsch gemacht hat. Also gehen wir nochmal rein, berühren das Part und das Part ist blau geworden. Wir wurden direkt gekickt, nicht das Part berührt. Das war's. Das ist eine Möglichkeit, Events zu verwenden. Und zwar das Punkt-Touched-Event. Ist ein bisschen viel, weil man erstmal checken muss, ob es ein Spieler ist. Aber das ist so ein Basic-Aufbau, den ihr sehr häufig in Roblox-Spielen haben werdet, wenn ihr zum Beispiel Punkt-Touched nutzt. Es gibt noch andere Built-in-Events. Zum Beispiel können wir auch sagen, mein Part.changed, Doppelpunkt, connect, Part changed. Dann machen wir hier einmal local function part changed. Dann gucken wir hier einmal nach. Gibt es da Argumente? Property. Okay, property und das ist ein String. Okay, dann schreiben wir einmal property und schreiben hier print part changed Doppelpunkt property. Wenn wir den Spieler jetzt mal nicht kicken, das nehmen wir mal raus, dann wissen wir ja, wenn das Part berührt wird, ändert sich die Farbe von dem Part. Das bedeutet, ein Attribut, eine Property ändert sich. Und wenn sich eine Property ändert, durch das Changed-Event wird die Changed-Funktion ausgeführt und wird das da reingeschrieben. Das kann auch sehr nützlich sein zu wissen, ob sich etwas geändert hat. Wir laufen rüber, es wird blau und jetzt steht hier Part-Changed-Brick-Color und Part-Changed-Color und Part-Changed-Color-3-Unit-8. Es haben sich drei Eigenschaften von dem Part geändert, obwohl wir nur die Farbe angepasst haben. Na, ursprünglich gab es in Roblox nur Brick Color, später gab es dann Color, dass man jede Farbe auswählen konnte und Color 3 Unit 8 lese ich gerade das erste Mal. Kann man halt gucken, was das alles bedeutet. Ist mir aber auch ziemlich egal, kann man sicher was mit anfangen. Jetzt müssen wir aber noch etwas Wichtiges lernen über Events, damit ihr eure Spiele nicht komplett versaut. Und zwar disconnecten. Event-Listener müssen disconnected werden, wenn man sie nicht mehr braucht. Weil hier connecten wir jetzt einen Event-Listener namens OnTouched an das Signal Touched von meinem Part. Wenn wir dann aber fertig sind mit Touched, müssen wir es auf jeden Fall disconnecten. Weil wenn wir zu viele Connections offen haben und zu viele Event-Listener offen haben, dann klattert das unseren Memory voll und das Spiel wird inperformant. Es kann sein, dass Spieler das Spiel nicht spielen können, wenn sie zu viel connected sind. Und vor allem kann es natürlich auch sein, dass wenn ein Spieler stirbt und dann ein neuer Charakter geladen wird und der neue Charakter an irgendwelche Sachen connected wird und dann sind noch die alten Connections da, dass irgendwelche Event-Listener doppelt gefeuert werden. Das will man ja auch nicht. Man sollte immer alle Event-Listener disconnecten. Und um sie zu disconnecten, muss man tatsächlich diese RBX-Script-Connection speichern, und zwar in einer neuen Variable. Ich habe ja gesagt, ich habe noch nie gesehen, dass jemand sagt, local signal ist gleich mein Part.touched. Was ich aber gesehen habe, ist, dass Leute schreiben local connection und dann später schreiben connection ist gleich mein Part.touched Doppelpunkt connect. Diese Connection schreiben wir jetzt hier oben hin. Das ist dann eine leere Variable. Die Variable wird später befüllt mit diesem RBX-Script-Connection. Und ihr seht, das ist ein Unterschied. Hier steht RBX-Script-Connection und das andere war ein RBX-Script-Signal. Und diese Connection, diese Verbindung von diesem Event-Listener, der hier returned wird, die müssen wir dann wieder disconnecten. Die Connection müssen wir aufheben. Das heißt, wenn wir nur wollen, dass es einmal berührt werden soll, dann wird die Part-Color auf blau geändert. Dann sagen wir, nachdem wir gecheckt haben, dass es ein Spieler ist und es wirklich ausgeführt wird, Connection, Doppelpunkt, disconnect. Klammer auf, Klammer zu. Die Autovervollständigung hat uns nicht geholfen, deswegen können wir hier oben schreiben Connection Doppelpunkt RB, oh, Doppelpunkt meine ich natürlich, RBX Script Connection. Und dann können wir hier Doppelpunkt disconnect schreiben. Dadurch wird das OnTouched Event nur einmal ausgeführt. Wir können hier hinter einmal schreiben Print Touch. Laufen wir einmal rüber, das Part wird blau und Touched wird nur einmal geschrieben. Nur ein einziges Mal. Die anderen Male wurde es hunderte Male geschrieben, aber
Die Connection ist wieder disconnected. Damit haben wir ein bisschen Speicher frei gemacht. Und das ist sehr wichtig, weil wir das Part ja sowieso nur einmal blau werden lassen wollten. Es ist nicht notwendig, Sachen zu disconnecten, wenn sie sowieso zerstört werden. In dem Moment, in dem wir ein Part zerstören, wenn wir zum Beispiel einfach nur sagen, mein Part Doppelpunkt Destroy, sobald es berührt wird von einem Spieler, dann ist das Disconnecten nicht notwendig. Dann brauchen wir es auch nicht hier in einer extra Variable speichern und können das einfach so lassen, weil die Connection dann automatisch aufgelöst wird. Wir können das trotzdem einmal testen. Ich mache mal das trotzdem so. Und wir schreiben hier hinter einmal print connection.connected. Das gibt uns die Information darüber, ob die Connection gerade connected ist. Und sobald wir das Part zerstört haben, schreiben wir hier auch einmal connection.connected. Das wird das sehen. Und ich schreibe hier einen task.rate rein von 5 Sekunden, weil im Output immer so viel Zeug drin steht, dass ich cleare, damit es für euch ein bisschen schöner aussieht. Weil hier kommt ziemlich viel Zeug rein, wegen anderen Sachen, die in dem Spiel drin sind. Also cleare ich den Output oder ich cleare den Output nicht. Hier unten steht true. Die Connection ist connected. Ich cleare den Output. Lauf jetzt hier rüber, das Part wird zerstört und hier steht false. Wir haben die Connection nicht aufgelöst. Wir haben hier nicht Connection Disconnect geschrieben, aber trotzdem sagt er bei Connection.connected false. Weil in dem Moment, in dem das Part, an dem die Connection dranhängt, in dem das Signal drin ist, zerstört wird, wird auch die Connection aufgelöst. Das bedeutet, an der Stelle müsst ihr es tatsächlich nicht machen. Das ist ganz angenehm. Aber gewöhnt euch bitte wirklich daran, immer dran zu denken, Connection zu disconnecten, weil das kann Spiele breaken. Vor allem, wenn ihr schon mittendrin seid, super viele Connections habt, super viele Events irgendwo im Spiel habt und dann später bemerkt, oh Mist, ich habe nie dran gedacht, sie zu disconnecten. Und dann wird euer Spiel nach ein paar Stunden Runtime und ein Roblox-Server ist ziemlich lange online, wenn ihr ein laufendes Spiel habt, sehr, sehr krass laggen. Das wollt ihr nicht. Die Connection nehmen wir hier aber mal raus. Ich nehme die hier auch weg. Ich lasse sie aber oben erstmal stehen, weil ich zeige euch jetzt noch eine sehr coole Art und Weise, wie ihr in eurem Spiel interagieren könnt. Dafür mache ich mir einfach mal eine Kopie von meinem Part, packe das hier hin und dann füge ich zu diesem Part einen Click-Detektor hinzu. Und ein Click-Detektor ist eine Instanz vom Typen Click-Detektor, die es euch möglich macht, zu checken, ob ein Spieler irgendwo raufgeklickt hat. Hier gibt es noch eine Max-Activation-Distance, also wie weit ein Spieler weg sein darf maximal, damit er raufklicken kann. Und man kann auch das Icon vom Cursor ändern, wenn er darüber hovert. Aber das ist erstmal egal. Wir benennen das Part um in Click-Part und holen uns dann im Script natürlich noch das Click-Part, indem wir sagen local-click-part ist gleich game.workspace.click-part und local-click-detector ist gleich click-part.click-detector. Ich rück die hier mal ein. So. Und so ein Click-Detektor funktioniert natürlich auch nur mit Events, indem man hier unten schreibt Click-Detektor. Und dann steht hier Parent Name. Also sehr viel mehr haben wir nicht. Aber dann steht da Changed, Mausklick, Attribute Changed, Destroying, Descendant Added, Child Added, Child Removed, Ancestry Changed. Das sind alles Signale, die die meisten Instanzen haben, die man immer prüfen kann, immer nützlich sind. Aber ihr seht hier Maus Hover Enter, Maus Hover Leave. Das bedeutet, ihr könnt nicht nur checken, ob ein Spieler draufklickt, sondern ihr könnt schon checken, ob ein Spieler mit der Maus nur drüber ist. Ihr könnt auch einen rechten Mausklick checken. Aber wir machen jetzt einfach mal den Standard, und zwar wir sagen Punkt, Mausklick, Doppelpunkt, Connect. Und dann sagen wir clicked. Wir schreiben uns also eine neue Funktion, local function clicked, und die nimmt als Parameter rein player who clicked. Das heißt, wir haben direkt den Spieler, der geklickt hat. Spieler, und können dann sagen print Spieler, hat geklickt. Wir können das Part hier berühren und es verschwindet. Und wir können über dieses Part rüberhovern. Und ihr seht, jetzt ist ja dieses alte Maus-Icon, weil Click-Detektor sind eine alte Sache aus Roblox und die haben das Maus-Icon nie bearbeitet, weil inzwischen gibt es zwar noch Click-Detektoren und die werden auch immer noch viel verwendet, aber um das Maus-Icon kümmert sich Roblox nicht mehr, weil es andere Möglichkeiten zur Interaktion gibt. Wir können hier raufklicken und dann steht ja, Roblox-Coin hat geklickt und ich kann Klick spammen und es steht da immer wieder. Das ist geil. Jetzt könnt ihr hier raus ein kleines Spiel machen, indem wir zum Beispiel sagen, Click-Part, Position plus ist gleich Vector3.new math.random minus 5,5,3, math.random minus 5,5. Das heißt, in dem Moment, in dem wir auf das Part klicken, wird die Position vom Part erhöht. Wir sagen plus ist gleich einen neuen Vektor. Der Vektor hat auf der x-Achse eine zufällige Zahl von minus 5 bis 5, auf der y-Achse 3, das heißt 3 nach oben. Und auf der Z-Achse minus 5 bis 5 irgendeine zufällige Zahl. Das heißt, das Part wird in eine zufällige Richtung 5 Blöcke in irgendeine Richtung und 3 Blöcke nach oben bewegt. Und dort kann man es dann wieder anklicken. Damit es natürlich lustig ist, können wir hier bei dem Part jetzt auswählen, dass das nicht geankert sein soll. Und wir können das Part ein bisschen kleiner machen. So, und jetzt haben wir ein kleines Klickspiel gemacht. Wir laufen hier über das Part rüber, damit es weg ist. Und jetzt klicken wir auf das Part, blub. Jetzt ist es da. Blub, 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 blub. Immer wenn ich es anklicke,
wird es irgendwohin bewegt, zufällig in einem Radius von 5 Stats sozusagen. Wenn ihr jetzt merkt, okay, 5 ist vielleicht nicht ganz so cool, können wir hier oben schreiben, Local Radius ist gleich, sagen wir mal 15. Dann können wir das später nochmal anpassen und ändern dann minus 5 zu minus Radius und 5 zu Radius, minus Radius und Radius. Und damit daraus ein richtiges Spiel wird, mache ich erstmal hier den Kram hier weg. Ich glaube, mein Part brauchen wir nicht mehr. Das lösche ich hier auch mal raus. So, und ich rück das mal ein bisschen ein, damit es sichtbarer ist. Jetzt könnten wir sagen, jeder Spieler hat zum Beispiel einen Punktestand. Das heißt, local Punkte ist gleich ein Table. Und jetzt können wir hier sagen, if not Punkte in eckigen Klammern Spieler, then Punkte in eckigen Klammern Spieler ist gleich 0. Dadurch legen wir jetzt in dem Table für den Spieler einen neuen Eintrag an mit dem Wert 0. Und dann können wir hier am Ende sagen, huch, jetzt hat er das so gemacht. Na gut, dann machen wir das auch so. Punkte in eckigen Klammern Spieler plus ist gleich 1. Jetzt könnten wir hier zum Beispiel noch sagen, task.wait 30 Sekunden. Und dann sagen wir print Punkte. Theoretisch könnt ihr hier dann ausrechnen, welcher Spieler hat die meisten Punkte und der Spieler hat dann gewonnen. Und damit das Clicked-Event danach nicht mehr läuft, sagen wir dann trotzdem, ich habe es eben gelöscht, local connection Doppelpunkt RBX script connection. Connection ist gleich genau das hier. Und wir sagen hier direkt, nachdem die Zeit abgelaufen ist, connection Doppelpunkt disconnect. So, jetzt haben wir ein Klickspiel gemacht, das mehrere Spieler tatsächlich spielen können. Und man muss halt einfach nur schnell genug auf dieses Ding klicken. Dann kriegt man einen Punkt dazu. 1 Punkt, 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte, 6 Punkte müsste ich jetzt haben. Und je nachdem, welcher Spieler am schnellsten klickt, der bekommt dann halt die Punkte. Ist ein komisches Spiel, aber kann man auf jeden Fall machen. Ist halt ein Minispiel. Und nach 30 Sekunden wird das Klicken nicht mehr funktionieren. Ah, guck mal, ich kann raufklicken. Ich spamme gerade. Wartet. Hört ihr es? Ich spamme, es geht nicht mehr. Und im Output ist ein Table und da steht drin, Instance ist gleich 17. Ich habe 17 Punkte. Die Instance ist natürlich der Spieler an sich. Jetzt können wir hier einfach mal durchloopen. For Spieler, Punkte in Punkte do. Wir schreiben hier einmal local Gewinner ist gleich nil. Wir schreiben es einfach so, dann ist es auch nil. If not Gewinner, then Gewinner ist gleich Spieler. Continue. Müssen wir uns natürlich merken, wie viele Punkte der Gewinner hatte. Local Gewinner Punkte. Gewinner Punkte ist gleich Punkte. Und dann schreiben wir hier unten noch einmal, if Punkte ist größer als Gewinnerpunkte, then. Und schreiben wir einfach genau dasselbe wie hier, dass der neue Gewinner der Spieler ist und die neuen Gewinnerpunkte das Ding sind. Dann sagen wir print Gewinner, hat mit, Gewinnerpunkte Punkten gewonnen. Yeah. Damit wir jetzt einmal sehen, dass das auch wirklich für verschiedene Spieler funktioniert, erhöhe ich einfach mal den Timer hier auf 60. Gehe dann oben auf Test. Wähle hier Local Server und 2 Spieler aus. Drücke dann auf Start. Und dann wird ein Test mit 2 verschiedenen simulierten Spielern gestartet. Das dauert immer ein bisschen länger. Da sehen wir schon. Gut, wir haben Spieler 1. Spieler 1 klickt und klickt und klickt. Hat 3-mal geklickt. Und dann haben wir Spieler 2 und der 1, 2, 3, 4, wo ist es? Hat 5-mal geklickt. So, Spieler 1 hat 3-mal geklickt, Spieler 2 hat jetzt 5-mal geklickt. Wir warten ein wenig. Was ist denn das hier oben? Das ist schon wieder neu. Achso, Kamera. Die Kamera ist jetzt hier. Das ist auch cool. Immer wieder diese Neuerungen in Roblox. Und wir gehen dann einmal rüber zum Server, weil die 60 Sekunden müssten bald rum sein. Und sobald die 60 Sekunden rum sind, ziehe ich mal das hier hoch, steht da, Player 2 hat mit 5 Punkten gewonnen. Das heißt, wir haben durch den Table durchgeloopt, haben gesehen, okay, Spieler 2 hat mehr Punkte als Spieler 1. Mit 5 Punkten hat er gewonnen. So, wenn man hier oben auf Cleanup drückt, dann ist der Test wieder vorbei. Und mir ist klar, dass das hier ziemlich kompliziert war auf jeden Fall. Weil Events sind ein neues Konzept, hinter das man erstmal kommen muss. Und dass ich euch gleich diese Beispiele gezeigt habe, die auch ehrlich gesagt für Anfänger ein bisschen kompliziert sind, ist ein bisschen viel. Da muss man lernen, da muss man ein bisschen rumprobieren. Und wenn ihr hier irgendwas nicht ganz verstanden habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut aber bitte vorher nach, ob es schon mal jemand gefragt hat, weil ich werde einen Kommentar jetzt nicht 100 Mal gleich beantworten. Alles, was ihr mitnehmen müsst, ist, Events sind halt Benachrichtigungen oder Signale. Sie haben einen Auslöser, wie zum Beispiel, wenn ein Part getouched wird, ist das der Auslöser. Und an diesen Auslöser können ein oder mehrere Listener dranhängen. Das ist dann halt Doppelpunkt Connect und diese Funktion. Sagen wir hier klickt. Wenn der Click-Detektor geklickt wird, dann ist der Clicked-Auslöser ausgelöst und der Listener namens Function Click wird dann ausgeführt mit den Argumenten, die uns der Auslöser gibt. In dem Fall ist es ein Spieler, weil hier steht Mausklick, Doppelpunkt Connect und da steht Player who clicked, ist ein Spieler, Player. Man braucht Events für die Interaktivität, weil wir konnten jetzt richtig mit dem Spiel interagieren, wir konnten das erste Mal was machen. Und wichtig ist natürlich, wenn ihr einen Event-Listener nicht mehr braucht,
disconnectet ihn. Wenn er destroyed ist, müsst ihr nicht disconnecten, dann passiert das automatisch. Heute haben wir uns 3 Built-in-Events angeschaut. In den kommenden Folgen werden wir uns noch weitere verschiedene Arten von Events anschauen. Deswegen schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, damit wir das in den nächsten Folgen auch behandeln können. Und also wenn ihr diesen Part hier nicht verstanden habt, nicht so schlimm. Vektorrechnung werden wir vielleicht nochmal in einem anderen Video ausführlicher behandeln. Wenn ihr das hier nicht verstanden habt, dann müsst ihr vielleicht doch nochmal Loops anschauen, weil an sich solltet ihr das hier verstehen. Wir speichern uns halt eine Variable namens Gewinner und eine Variable namens Gewinnerpunkte. Wir loopen über die Punkte durch in den Punkten. Die Punkte sind ein Table. Der Table wird indiziert mit einem Spieler und der Wert ist eine Zahl. Das heißt, hier haben wir den Spieler als Index und die Zahl namens Punkte als Wert. Wenn wir noch keinen Gewinner haben, dann speichern wir uns erstmal den Gewinner und die Punkte, weil irgendwas müssen wir uns ja speichern und dann continuen wir, das heißt wir brechen den Loop an der Stelle ab und machen dann mit der nächsten Iteration weiter und in der nächsten Iteration prüfen wir dann, wenn der nächste Spieler im Table mehr Punkte hat als der Spieler davor oder der Spieler, der gerade gewonnen hat, dann wird er zum neuen Gewinner und am Ende schreiben wir einfach das, was wir haben. Jetzt kommen wir zur Hausaufgabe. Und da wäre es wirklich praktisch, wenn ihr die einmal macht, weil dadurch bekommt ihr dann hoffentlich wirklich ein Gefühl dafür. Was ihr machen solltet, ist eine Tür. Es muss nicht so eine Tür sein, wo man wirklich mit E drücken reingehen kann. Was ich mir eher vorstelle, ist, dass ihr eine Tür macht, die gerne erstmal nur aus einem Part besteht. Ihr könnt es so kompliziert machen, wie ihr wollt, so wie ihr es euch zutraut. Aber es reicht, wenn ihr einfach eine simple Tür macht. Baut ihr hier einfach, nicht vergessen, sie zu ankern. Ihr könnt gerne um die Tür noch Wände rumbauen, damit es halt auch aussieht wie eine Tür. Und ihr müsst es möglich machen, dass der Spieler durch die Tür durchgehen kann. Ihr könnt Punkt Touched verwenden, aber Touched ist irgendwie blöd, weil das dauert ja ein bisschen. Ihr könnt zum Beispiel aber auch einen Klickdetektor in die Tür hinzufügen. Und wenn die Tür geklickt wird, könntet ihr sagen, okay, die Tür, bei der Tür wird zum Beispiel einfach Can Collide auf False gesetzt. Ihr könntet aber zusätzlich noch die Transparenz höher stellen, damit man auch sehen kann, dass man durch kann. Wenn ihr es euch zutraut, könnt ihr die Tür auch woanders hin bewegen. Ihr wisst noch nicht, wie man tweent. Deswegen macht euch da keinen Kopf, dass es nicht so aussieht wie diese Tür hier. Übrigens, für diese Tür habe ich, glaube ich, ein Tutorial gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, habe ich nicht. Ich habe ein Tutorial für diese Proximity Prompts gemacht. Ich habe ein Tutorial für andere Türen gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das natürlich anschauen. Ich verlinke es mir einfach mal oben auf dem i. Muss aber nicht sein, weil ich möchte eigentlich, dass ihr selbst mit irgendwas aufkommt, mit dem, was ihr schon wisst, wie ihr eine Tür machen könnt. Es muss nicht die beste Tür sein. Also sie soll einfach nur funktionieren, dass ein Spieler in der Lage sein soll, durch die Tür durchzugehen und die Tür auch wieder zu schließen. Wenn ihr soweit seid, geht gerne auf meinen Discord-Server ins Roblox Studio Forum. Da gibt es den angepinnten Post Hausaufgaben. Dort könnt ihr euren Code reinschicken. Denkt bitte daran, wenn ihr Codeblöcke macht, dass ihr dieses Zeichen dreimal schreibt, danach Lua und dann Zeilenumbruch und dann könnt ihr euren Code schreiben. Local Dings. Und um das Ganze abzuschließen, könnt ihr nochmal dieses Zeichen dreimal machen. Das ist auf der Tastatur rechts neben dem SZ, wenn man Shift gedrückt hält oder Caps Lock anhat. Dadurch macht ihr Codeblöcke, wie diesen Codeblock hier. Weil so einen Code lese ich mir sehr ungerne durch. Das ist anstrengend. Vor allem, wenn er komplizierter wird. Ihr könnt natürlich auch gerne, ich glaube, dafür müsst ihr Tier 1 sein auf dem Server, um das zu dürfen, ein Video reinschicken, wie die Tür dann funktioniert, damit man sieht, wie sie funktioniert. Wäre ganz schön, das zu sehen. Auf Windows gibt es ein Programm, das nennt sich Snipping Tool. Und da kann man inzwischen hier raufklicken, um ein Video aufzuzeichnen. Das ist bei Windows überall vorinstalliert. Da könnt ihr dann auf Neu klicken, wählt den Bereich aus, den ihr aufzeichnen wollt und drückt hier oben auf Start. Danach wieder auf Stopp. Und dieses Video könnt ihr euch dann speichern. Und wenn ihr, ich glaube, Tier 1 seid, es geht vielleicht aber auch in dem Channel schon vorher, könnt ihr das Video hier einfach reinschicken mit Drag and Drop oder indem ihr auf das Plus hier unten drückt. Ich hoffe, ihr konntet in der Folge trotzdem was lernen, obwohl ich jetzt nicht so gut moderieren konnte. Wie gesagt, ich fühle mich immer noch ziemlich heiser, es fällt mir schwer zu sprechen und ich habe es vielleicht nicht ganz so gut erklärt. Wenn es eine Katastrophe war, muss ich das Video neu machen. Dann schreibt es mir einfach, dass ich das Video neu machen soll. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es schon fertig ist, könnt ihr hier jetzt irgendwo auf den nächsten Part klicken. Ich schlage euch aber vor, dass ihr erstmal übt. Bis dann und ciao.